So, wir werden mal mit der netten Dame hier drüber sprechen, weil dann werden wir endlich unsere Sachen ich los. Ich weiß, dass ich Sie noch nie in Megaton gesehen habe. Lassen Sie mich raten. Nur auf der Durchreise, oder? Hier versuchen ja ständig Leute, sich niederzulassen. Egal. Wenn Sie Hunger haben, sind Sie hier genau richtig. Was darf sein? Was sagt die Speisekarte? Hier, sehen Sie mal. So, die hat 134 Kronkorken. Das heißt, wir können der ein bisschen was verkaufen. Und zwar möchte ich der... Boah, 7 Helme. Ne, so viele brauchen wir nicht. Also 6 können wir davon auf jeden Fall mal verkaufen. Ja, und komm, den wir anhaben, auch noch. Dann den Vault Overall, den der ganz ist, den behalten wir mal. Aber wir verkaufen hiervon 2. So. Irgendwie ist das ganz komisch gerade. Der kann auch weg. Die auch. Das springt so komisch hin und her. Hm. Wie gesagt, ich will nur den ganzen Vault Overall behalten. Das wird nämlich auch noch wichtig. Servicearbeiter Overall, der kann auch weg. Die Sicherheitsrüstung. Davon können wir auch mal 7 verkaufen. So, und dafür nehmen wir uns von ihr mal alle Stimpacks. Yep. So. Dann kann der hier noch weg. Die Laboruniform können wir ja mal behalten. 31 Kronkorken brauchen wir noch. Ja, Drogen werde ich auf keinen Fall nehmen. Also zumindest nicht oft in dem Spiel. Deswegen kann ich die ruhig verkaufen. Den Psycho kann ich ihr geben. Die Mentats gebe ich ihr. Das Med-X und den Jet. Und Alkohol brauche ich jetzt auch nicht gerade. Deswegen kann das alles weg. Da kriegt man halt immer gut Geld für. Haarklammern. Vorkriegsgeld, wie gesagt. Vorkriegsgeld braucht man nicht. Gibt es keinen Grund für das zu behalten. Aber es wiegt nichts und man kann es immer verkaufen an jeden. Pfeile behalten wir, also munitionstechnisch, und damit schätze ich mal, ja, die Pistole behalten wir mal zum Reparieren von der hier. So bin ich zufrieden. Viel Spaß! Ich muss jetzt los. So, jetzt gucke ich nochmal kurz, ob ich auch alles weg habe, was ich weghaben wollte erstmal. Ja, ich werde mir nämlich hier gleich eine Kiste oder sowas suchen, hier gibt es bestimmt irgendwas, wo ich Sachen abladen kann. Notfalls im Crater-Side-Lagerraum. Zum Megaton-Klinik wollen wir gerade noch nicht. Aber hier ist schon eines der Legs. Reparieren von 30 erforderlich. Okay, das werde ich dann beim nächsten Upgrade dann mal machen, dass wir Reparieren auf 30 bringen. So, und jetzt müsste eigentlich erkannt. Von wem denn? Ach, von dem da oben, oder was? Wir speichern mal. Sollten wir sowieso mal machen. Und dann... Ach ja. 50 brauche ich dafür. Aha, das heißt, es bringt mir sowieso noch nichts. Ich kann da noch nichts tun. Ah, Durchschnitt braucht man 50, genau. Schwer ist dann 75 und sehr schwer 100. Wer ist das denn? Nathan. Ha, sieh mal an! Frisches Blut! Haben Sie schon mal von der Enklave gehört? Dem letzten Überrest der guten alten USA? Ich kenne sie überhaupt nicht, aber ich halte sie für einen Patrioten. Und alle guten Patrioten werden ihre Waffen für die Enklave einsetzen. Bald sind sie hier. Dann hat der Albtraum endlich ein Ende. Aber was rede ich Ihnen die Ohren voll? Ich bin Nathan. Was kann ich für Sie tun? Mit dem reden wir später nochmal. Das sind jetzt alles Sachen, die ich jetzt gerade nicht gebrauchen kann. Aber mit ihr können wir mal reden. Ich habe gehört, Sie kommen aus der Vault. Ich habe schon seit Jahren keinen mehr aus der Vault zu Gesicht bekommen. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Moira Brown. Ich leite den Craterside-Lagerraum, aber meistens bastle und forsche ich. Hören Sie, ich arbeite an einem Buch über das Ödland. Es wäre toll, wenn es ein Vorwort von einem Vault-Bewohner hätte. Würden Sie mir dabei helfen? Klar, ich habe viel zu erzählen über das Leben in der Vault. Wo ist der Vault-Anzug da hinten her? Nein, ich will nichts mit dem zu tun haben. Prima, erzählen Sie mir, wie es ist, immer unter der Erde zu leben. Zum ersten Mal nach oben zu kommen oder was auch immer Sie erzählen wollen. Es war das Paradies. Keine Angst, keine Sorgen, kein Streit, bis Papa weg war. Das draußen, da ist super. Im Hauptsaal kann ich nicht mal die Decke sehen. Ich komme als Botschafter der Utopie aus Vault 101. Fallet auf die Knie. Wie können die Leute hier draußen leben? Ich habe keine Essensautomaten gesehen. Es war eng, dunkel und das Essen war Müll. Zum Glück ist alles vorbei.
Wir nehmen mal das Oberste. Ein Papa, der abgehauen ist, was? Von der Sorte habe ich schon viele gesehen, aber noch keine mit einem großen 101 auf dem Rücken. Viel Glück bei Ihrer Suche. Vielleicht wird Ihnen der gepanzerte Vault-Anzug da draußen helfen. Was meinen Sie? Das würde gut ins Buch passen. Wollen Sie mir bei der Recherche helfen? Ich kann Sie auch bezahlen. Los, das wird sicher lustig. Oh, gepanzerter Vault 101 Overall. Einfach so, cool. Was ist das für ein Buch, an dem Sie arbeiten? Naja, das Ödland da draußen ist ein gefährliches Pflaster, stimmt's? Die Leute könnten Tipps gebrauchen. Sowas wie ein Ödland-Überlebenshandbuch. Darum brauche ich einen Assistenten, der meine Theorien testet. Ich will keine Verletzungen durch Fehler. Das bringt keinem was. Nein, dann schreien sie mich dauernd nur an und sagen ganz, ganz böse Dinge zu mir. Hört sich nach einer guten Idee an. Ich helfe gerne. Was für ein Enthusiasmus! Also gut, ich denke, das erste Kapitel sollte sich mit dem Überleben angesichts der tagtäglich lauernden Gefahren befassen. Es geht um verschiedene Themen. Wie und wo es Essen gibt, die Gefahren der Strahlung und wie man Landminen vermeiden oder sogar nutzen kann. Oh, das klingt nach Spaß, oder? Was kommt als erstes dran? Essen holen klingt nicht schlecht. Was brauchen Sie denn? Was bedeutet der Teil hier über die Strahlung? Lasst uns nun Näheres über Landminen erfahren. Was mit der Strahlung? Bei diesem Thema brauche ich Ihre Hilfe. Ich weiß viel aus Büchern, komme aber einfach an kein lebendiges Exemplar heran. Jedenfalls nicht lang genug. Sie müssen sich etwas verstrahlen lassen, damit ich die Auswirkungen untersuchen kann. Natürlich keine tödliche Dosis. So weit wird es nicht kommen. Okay, ich werde verstrahlt. Bei meiner Rückkehr müssen Sie mich aber behandeln. Ach, Sie sind echt süß. Jedenfalls süßer als alles, was da draußen in der wild verstrahlten Farce einer Landwirtschaft noch wachsen kann. Okay, 200 Red sollten genug sein für eine grundlegende Übelkeit. Falls Sie aber 600 oder mehr Red verkraften, fallen meine Tests noch akkurater aus. Sorgen Sie dafür, dass Sie es hierher zurückschaffen und ich sorge dafür, dass man sich gut um Sie kümmert. Alles klar. Ich muss jetzt los. Ach genau, sie kann ja noch Ausrüstung reparieren und sowas. Sehen wir mal, was im Angebot gibt, so. Ich will nämlich jetzt gerade mal die Stimpacks von ihr alle kaufen. Und dann mal gucken, wie weit ich komme, wenn ich ihr Sachen verkaufe. Die 4 Polizeiknüppel. Splittergranaten brauche ich eigentlich auch nicht, aber ich behalte sie trotzdem mal. Eventuell können die mir nochmal was bringen. Den gepanzerten Overall, der ist cool. Deswegen brauchen wir auch... Wo ist es denn jetzt? Ach hier, die Sicherheitsrüstung brauchen wir nicht mehr. Vorkriegs-Baseball-Mütze brauchen wir auch nicht. Vault-Labor-Uniform brauchen wir eigentlich auch nicht. Aber ich habe da noch so eine kleine lustige Nebensache vor. Getönte Lesebrille. Nö. Brille. Nö. Oder wir könnten natürlich einen auf Hipster machen. Aber nein. So, Tunnelschlange und Vault 101 Overall. Ja, wir können nicht alles im Packs kaufen. So, aber so geht das. Wir geben ihr 34 Kronkorken und dann ist okay. Obwohl, einen können wir noch, weil 3 Kronkorken werde ich wohl noch zusammenbekommen. So, perfekt. Gute Jagd! Ich muss jetzt los. So, auch lustig, wie ich jetzt gerade vor ihr stand, in Unterwäsche. Aber gut. Interessiert sie vermutlich wenig und wir haben den gepanzerten Vault 101 Anzug. Das ist so die typische Kleidung, die man in dem Spiel direkt am Anfang bekommt. Und jetzt seht ihr auch das erste Mal unseren Charakter, mit dem wir dieses Spiel durchspielen werden. Warum guckt er so traurig? Naja, ist auch egal, aber wie gesagt, das ist unser netter Freund, der Vane. Und verstrahlen lassen kann man sich sehr gut und sehr einfach, ohne weit zu laufen. Und zwar, ich will hier, lass mich hier durch, danke. Hier unten, direkt an der Bombe, denn hier ist, denn hier unten hat man an einigen Stellen, glaube ich, 4 Red oder sowas. Wir könnten jetzt einfach uns hier hinstellen und warten. Aber wir können es auch noch extremer machen und einfach das Wasser trinken, denn da haben wir dann 18 Red. Und wenn wir dann das Wasser trinken, dann sieht man schon oben die Anzeige, wird ziemlich, ziemlich schnell voll. Sie haben sich eine Strahlenvergiftung zugezogen. Suchen Sie einen Arzt auf oder nehmen Sie Red Away ein, um Ihre Strahlenbelastung zu verringern. Sie können sich im Voraus schützen, indem Sie Red Eggs einnehmen. Das Medikament erhöht Ihre Strahlungsresistenz.
So, die Sache ist jetzt nämlich, das kann ich ja mal kurz zeigen. Wir haben jetzt hier bei unseren Aufgaben das Ödland-Überlebenshandbuch und optionale Quests. So, wenn wir jetzt alle optionalen Quests machen, wird sich am Ende, wenn wir das Handbuch fertigstellen mit allen Aufgaben und sowas, wird dieses Handbuch praktisch der Mega-Ober-Burner und dadurch bekommen wir Mega-Ober-krasse Verbesserungen sozusagen. Und je mehr von diesen optionalen Quests man macht, desto besser fällt nachher das Ergebnis aus und desto mehr bekommen wir nachher. Deswegen werde ich auch alle optionalen Quests für Moira erledigen, um dann eben nachher so ein richtig krasser Ober-Motherfucker zu sein. So, jetzt müsste die optionale Quest gleich eigentlich erfüllt sein. Ja, und da ist es auch schon. So. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht noch viel mehr Red zu uns nehmen. Das wäre nämlich ziemlich schlecht. Wir sind jetzt ziemlich krass verstrahlt. Wir leuchten zwar noch nicht, aber verstrahlt sind wir trotzdem. Also geht's jetzt zurück zu Moira und ich hoffe, dass die uns ziemlich schnell von der Strahlenkrankheit heilt. Och, sind sie wetterfühlig? Oder eher strahlenfühlig? Ich bin so verstrahlt, wie es geht, ohne ein Loch in den Boden zu brennen. Ich finde es nicht gerade toll, verstrahlt zu werden. Sie wissen schon, wie lächerlich diese Bitte ist, oder? Das kann ich sehen. Sie glühen ja geradezu. Haben Sie jetzt ein bisschen Geduld und versuchen Sie stillzuhalten. Erzählen Sie mir, wie sich das anfühlt. Dann werde ich Sie sofort verarzten. Bitte, einfach nur untersuchen und verbinden. Zu müde zum Stänkern. Sie sind ein Glückspilz. An diesem Punkt würden die meisten anderen scheitern. Andererseits kennen die anderen meine experimentellen Tricks nicht. Nur noch ein paar Notizen, dann kümmere ich mich um diese böse Strahlung. Ich habe dafür mein eigenes Gebräu zusammengemischt. Bisher konnte ich noch keine Tests an Leuten ausführen, die so stark verstrahlt waren. Aber ich bin mir sicher, dass es funktioniert. Aufregend, oder? Okay, etwas Brahmin-Milch, ein paar Magneten und vielleicht ein paar fröhliche Gedanken. Nun, Sie leben. Das ist definitiv gut. Nur leider gab es da eine Nebenwirkung, eine klitzekleine Mutation. Die scheint aber harmlos zu sein. Hier nehmen Sie ein paar Medikamente gegen Strahlung. Tut mir echt leid, dass ich Ihre DNA durcheinandergebracht habe, wie ein Kätzchen ein Wollknäuel. Moiras Experiment hatte eine unerwartete Nebenwirkung. Ihre verkrüppelten Körperteile erholen sich nun von selbst, wenn sie stark verstrahlt sind. Ja. Ich bin bereit für weitere Recherchen über das erste Kapitel. Ich muss herausfinden, wie sicher es ist, Lebensmittel aus einem dieser großen Läden da draußen zu sammeln. Ich brauche jemanden, der herausfinden kann, wie man durch ein Minenfeld kommt. Das wird den ersten Teil des Buchs abdecken. Was würde Ihnen davon am besten gefallen? So, wir nehmen jetzt erstmal Essen holen. Naja, Lebensmittel und Medikamente braucht jeder an und wann, richtig? Das A und O bei der Sache ist ein Ort, wo man sie leicht findet. Nicht weit von hier ist ein alter Super-Duper-Markt. Ich muss wissen, ob es an einem solchen Ort noch Arzneien und Lebensmittel gibt. Okay, ich sehe mir den Super. Ich sehe im Super-Duper-Markt nach. Super! Lebensmittel sind das Wichtigste. Aber Medikamente wären auch nicht schlecht. Und wenn Sie nichts finden, kommen Sie zumindest heil zurück, okay? So, mal daran gedacht, die Bombe zu entschärfen. Das kann ich nicht tun. Für die netten Leute in der Kirche wäre das eine riesige Enttäuschung. Außerdem ist es ja nicht so, dass diese Bombe schon mal jemanden verletzt hätte. Leben und leben lassen, richtig? Oh Mann, die ist so doof. Naja, sehen wir mal nach, was es im Angebot gibt. Ich gucke gerade mal. Irgendwas wollte ich doch noch wegtun. Polizeiknüppel. Den brauchen wir eigentlich auch nicht, deswegen. Kann der erstmal weg. Right away. Cool. Red X. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Strahlenresistent plus 45 habe ich noch nie benutzt, deswegen kann das eigentlich auch weg. Right away behalten wir aber mal. So. Gute Jagd! Bis bald! So, und jetzt will ich mich mal Keine kurz Mädchen, darum kümmern. Ja? Ich glaube, hier können wir nichts lagern. Nein, das ist rot. Das ist auch rot. Ich brauche irgendeine Metallkiste oder sowas, die nicht rot ist, weil da würde ich dann gerne ein paar Sachen reinschmeißen.
Vielleicht finde ich das ja hier irgendwo anders. Was schön ist, der Inhalt von Kisten im Spiel ändert sich nicht. Das heißt, was darf denn sein? Die in seinem liebsten The Brass Lantern. Jetzt die Worte des Propheten des Atoms vernehmen. Kommt und trinkt. Eigentlich reicht auch ein Mülleimer. Das heißt, wenn hier irgendwo ein Mülleimer rumsteht, würde mir das schon reichen. Da könnte ich da meine Klamotten erstmal reinschmeißen. Die ich jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit mitschleppen will. Hier steht eine leere Brauseflasche. Aber hier steht nirgendwo ein Mülleimer. Hallo, Harden. Ach, hallo. Harden Smith, Sims. Ja, das ist der Sohn von dem großen Sheriff hier. Aber auch das wollen wir nicht. Scheint aber nicht so, als wenn hier irgendwo eine Mülltonne rumsteht. Vielleicht muss ich mir auch etwas vor der Stadt suchen. Das wäre zwar doof, aber wie gesagt, ich habe hier ja leider... Also überhaupt, ich habe ja generell kein Haus oder so, wo ich Sachen reintun könnte. Noch nicht, kann ich euch versprechen. Das wird bald noch kommen. Na gut, gehen wir mal zu Moriarty. Megaton-Siedler. Das da ist Mr. Burke. Ich sagte doch, dass es nicht das Radio ist. Der Empfang des Radiosenders, der in... Colin Moriarty, zu Ihren Diensten. Willkommen im Moriartys. Meine Kneipe, mein Zuhause, mein kleines Stückchen Himmel in dieser verdammten Stadt. Wenn Sie die Kronkorken haben, sorge ich dafür, dass Sie Spaß haben. Setzen Sie sich, machen Sie sich's bequem. Ihre Sorgen sind jetzt Vergangenheit. Ich suche meinen Vater. Er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Mein Gott, Sie sind's. Der kleine Junge ist erwachsen. Und immer noch irgendwie ein kleines, hartnäckiges Schlitzohr. Es ist lange her, Kleiner. Ach, der war da. Ja, und auch gleich wieder weg. Bekam, was er wollte und machte sich aus dem Staub. Ich nehme an, Sie werden dasselbe tun, richtig? Wie? Mein Vater und ich wurden in Vault 101 geboren. Alles Lügen, die Vault ist schon seit 200 Jahren verschlossen. Ich möchte einfach nur meinen Vater finden. Wo steckt er? Hat Ihnen das Ihr Vater erzählt, dass Sie in diesem Loch geboren wurden? Dass auch er dort geboren wurde? Ja, ja, die Lügen, die wir unseren Lieben erzählen. Ihr Vater brachte Sie gleich nach Ihrer Geburt zur Vault, damit Sie sicher sind. Kann mich noch gut erinnern, denn Sie haben in meinem Saloon gelebt. Ja, Ihr Vater, sein Freund aus der Bruderschaft und Sie, der Säugling ohne Mutterbrust, stammen aus der Vault. Das mit Ihrer Mutter tut mir echt leid. Aber das Leben geht weiter. Papa hat gelogen. Das Leben ist voller kleiner Enttäuschungen. Und jetzt sind Sie erwachsen und fragen sich, wo er ist. Mein Vater hat mir erzählt, dass wir in Vault 101 geboren wurden. Was, ich wurde nicht in der Vault geboren? Das ist Blödsinn und Sie wissen das. Falsch, mein Vater hätte mich niemals belogen. Sie sind ein Lügner, Moriarty. Ich weiß, wo ich aufgewachsen bin. Ah, verstehe. Naja, ich habe von der Gehirnwäsche gehört, mit der da unten gearbeitet wird. Von einem Kerl, der vor 5 Jahren geflohen ist. Preiset den Aufseher. Wir wurden in der Vault geboren und wir werden in der Vault sterben. Und der ganze andere Wahnsinn. Eine bessere Programmierung als unser Deputy World. Also schön aufpassen. Sowas wird schnell ausgenutzt. Sprache 48%. War nur Spaß. Papa hat ständig von Ihnen gesprochen. Wo ist er denn? Versuchen wir mal, ob das klappt, aber ich glaube nicht. Er hat über mich gesprochen? Unsere gemeinsame Zeit war kurz, aber so ist das hier nun mal. Blut ist dicker als Wasser, was? Naja, er ist hier durchgekommen, ist aber wieder gegangen. Tut mir wirklich leid. Aber vielleicht können Sie ihn ja noch einholen. Er ging Richtung Südosten in die Stadt. Sagte, er braucht Informationen von den Idioten im Sender Galaxy News Radio. Oder was noch davon übrig ist. Mein Gott, dass das geklappt hat, das ist unfassbar, denn normalerweise, damit man von Moriarty Informationen bekommt, muss man was für ihn erledigen und das ist eine ziemlich nervige Quest. Schön, dass es so geklappt hat, finde ich gut. Was ist eigentlich Galaxy News Radio? Das brauchen wir nicht wissen, Drink bestellen, wissen Sie was über einem Radio aussagen, bla 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 bla. Viel Sie zu viele Informationen. Lassen Sie sich von mir nicht aufhalten. Klar, ist okay, aber das Signal von Galaxy News ist schlecht. Na komm, reden wir mal mit Mr. Burke.
Gerade als ich schon fast die Hoffnung aufgegeben hatte. Freut mich wirklich, Sie kennenzulernen. Ich bin Mr. Burke. Und Sie? Naja, Sie sind kein Bewohner dieser fauligen Jauchegrube. Das lässt Ihren Marktwert steigen. Mr. Burke, nicht wahr? Nur weiter, ich bin entzückt. Ach so, wenn Sie was zu sagen haben, sagen Sie es. Endlich jemand, der seine Bürgerpflicht ernst nimmt und einen gesunden Menschenverstand besitzt. Ich vertrete bestimmte Interessengruppen. Und diese Interessengruppen sehen diese Stadt Megaton als Pestbeule in der urbanen Landschaft. Sie haben hier keinerlei Wurzeln, kein Interesse am Schicksal dieser Jauchegrube. Helfen Sie uns, den kleinen Schandfleck von der Karte zu entfernen. Moment, Sie haben vor, die Stadt zu zerstören? Sie sind krank, Burke. Dieses Gespräch ist beendet. Nein, nein. Ich bin nur der Anwerber. Sie werden den ganzen Spaß haben. Die nicht detonierte Atombombe, die dieser Stadt ihren Namen gab, kann immer noch hochgehen. Man muss ihr nur einen kleinen Schubs geben. Ich habe eine Fusionsimpulsladung. Wenn sie an der Bombe angebracht ist, können Sie sie von einem sicheren Ort aus hochjagen. Leichtes Geld für Sie. Sprache 36%. Noch 500 Kronkorken mehr und wir haben einen Deal. Sims will, dass ich die Bombe entschärfe. Megaton steht unter meinem Schutz und jetzt gehen Sie. Gut, Mr. Burke, ich mach's. Megaton wird in Flammen aufgehen. Sie ticken ja nicht richtig, Burke. Und ich soll Ihnen auch noch helfen? Sims ist ein Idiot. Er ist stolz auf seine Position als Bürgermeister und Sheriff dieses Schrottplatzes. Hab Sims versprochen, sie zu entschärfen, aber für ein paar Kronkorken extra? Gut, sagen wir, ich helfe Ihnen. Was springt für mich dabei raus? Es stehen zu viele Leben auf dem Spiel, Burke. Ich werde die Bombe entschärfen. Davon würde ich Ihnen dringend abraten. Wenn Sie sich gegen die Wünsche meines Auftraggebers stellen, könnte er recht unangenehm werden. Megaton steht unter meinem Schutz. Und jetzt gehen Sie. Oh, verstehe. Ich wusste nicht, dass es in Megaton außer dem unerschrockenen Sheriff noch andere Wächter gibt. Gut, dann gehe ich mal besser. Scheiße. Moment, ist das... Verdammt. Na los. Jetzt funktionier. Nun mach schon. Funktionier. Hallo, Gob. Hey, Glattaut, brauchen Sie was? Vielleicht einen Drink? Was anderes? Irgendwas? Verdammt, was bist du denn? Klappe-Ghoul, und glotz mich nicht so an. Gut, lass mich einen Moment darüber nachdenken. Moment mal. Sie werden mich nicht schlagen? Mich anbrüllen? Noch nicht mal ein bisschen beschimpfen? Machst du Witze? Ich? Halt den Rand, Ghoul, oder ich ziehe eins über. Das hatte ich eigentlich nicht vor. Ach nee. Was für eine Überraschung. Ich bin's gewöhnt, von jeder verdammten Glatthaut dieser Stadt verarscht zu werden, weil ich wie eine Leiche aussehe. Freut mich zu sehen, dass es hier auch noch ein paar interessante Leute gibt. Hören Sie zu. Moriarty würde mir den Kopf abreißen, wenn er mich mit Billigpreisen erwischen würde. Aber für Sie riskiere ich's. Yay, Karma dazu gewonnen. Wuhu. Wo sind Sie hergekommen? Ich komme aus Underworld. Das ist eine coole Stadt in DC. Dahin bin ich aufgebrochen, um Abenteuer und Glück zu finden. So bin ich hier gelandet. Ich hänge hier fest. Colin sagt, dass ich erst gehen darf, wenn ich meine Schulden bezahlt habe. Außerdem berechnet er mir Kost und Logis. Wenn Sie jemals nach Underworld kommen, grüßen Sie Carol von mir. Na dann, ich brauche einen Drink. Na klar doch. Stimpaks für 29 das Stück. Das ist günstig. Normal waren es, glaube ich, 35, glaube ich, oder so. Aber wir haben ja nichts zum Verkaufen, aber ein Stimpak können wir ihm trotzdem abluchsen. Zack. So. Bis bald, Schnapsdrossel. Bis bald. Gib's auf, ja. Gott. Du wirst nichts bekommen. Hallo. So, hier haben wir noch eine Toilette und ein Waschbecken. Was haben wir hier hinten? Moriarty's Terminal, durchschnittlich verschlossen. Da müssen wir gar nicht dran, das ist das Schöne. Wir hätten nämlich auch einfach das Terminal hacken können, aber wie gesagt, ist alles nicht nötig, da wir
das ja schon anders gelöst haben. Ich brauche nur einen Schrank oder sowas. Oder eine Metallkiste. Irgendwas, was nicht rot ist. Ah, Lucy West. Hallo. Ich kenne Sie nicht. Sind Sie neu in der Stadt? Genau, bin auf der Suche nach Beschäftigung. Ich hoffe, Sie meinen damit eine Arbeit, sonst sollten Sie sich mit Nova unterhalten. Ich suche jemanden, der eine Lieferung für mich erledigt. Sind Sie interessiert? Klar, warum nicht? Prima. Bringen Sie bitte meiner Familie in der Siedlung Arafu diese Nachricht. Ich habe seit Monaten nichts von Ihnen gehört und mache mir Sorgen. Sobald Sie dort ankommen, reden Sie bitte mit Davis West. Er wird Sie gerne für die Reise bezahlen. Hm. Haben Sie ein paar Infos über Arafu? Ich gebe Ihnen gern Informationen, denn Sie tun mir ja auch einen großen Gefallen. Wo ist Arafu? Arafu liegt nordwestlich von Megaton, an einer alten Potomac-Brücke. Wenn Sie den Überbleibseln des Flusses folgen, ist es nicht zu verfehlen. Okay. Glauben Sie, dass Ihre Familie in Gefahr ist? Nein, ich glaube nicht, dass Sie in Gefahr sind. Vielleicht kommen die Briefe einfach nicht an. Überbringen Sie bitte unbedingt die Nachricht. Wer lebt noch in Arafu? Tja, mal überlegen. Da wäre Evan King. Er ist so etwas wie der Sheriff der Stadt. Dann wäre da noch meine eigene Familie, die Familie Ever. Und eine alleinstehende Dame namens Karen Shensi. Hm. Gibt's da irgendwas, wovor ich mich in Acht nehmen sollte? Abgesehen von den Monstern des Ödlands, einigen Sklavenhändlern und Raider-Überfallkommandos und vereinzelten Landminen ist es da völlig ungefährlich. Wissen Sie, wenn es einfach wäre, würde ich selbst gehen. Hm, naja, da hat sie schon recht, ne? Ja, wir werden uns darum kümmern. Was gibt's denn? Andy Stahl? Hm? Ah, ich habe leider gerade viel zu tun. Wenn Sie was essen wollen, sprechen Sie mit Jenny oder Leo. Ansonsten kann ich Ihnen nicht helfen. Ich bräuchte ein paar Wegbeschreibungen für die Stadt. Hm. Nein. Was? Stahl. War das nicht der Typ? Egal. Zurück nach Megaton. Super Tag heute, was? Hoffentlich ist es wichtig. Billy Creel. Ich bin verdammte Axt! Jemand Neues. Sehr erfreut. Ich bin Billy Creel. Oder einfach Billy. Und du hast dieselbe Stimme wie Stahl. Ich weiß, dass Megaton eher einem Friedhof gleicht als einer Stadt. Aber ganz übel ist es hier nicht. Ich und Maggie etwa, wir kommen blendend zurecht. Ich handle mit dem Zeug, das ich sammle, und sie hilft mir, auf der rechten Bahn zu bleiben. Wer ist Maggie? Oh, tut mir leid. Habe ich mich wohl selbst übertroffen, was? Maggie ist 9 und ein süßes kleines Mädchen. Wir sorgen füreinander. Wenn ich eine Tochter hätte, sollte sie wie Maggie sein. Ich kümmere mich um sie, seitdem ihre Eltern vor 2 Jahren von Raiders ermordet wurden. Es war ziemlich schrecklich. Kleine Siedlung im Norden. Ich wollte dort handeln. Von dem Ort war nicht mehr viel übrig. Ich fand Maggie in ihrem Versteck hinter einem Bett, in dem Zimmer, in dem ihre Eltern getötet worden waren. Seitdem ist sie bei mir. Hm. Na dann. Beschäftigt. Gut, 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 gut. Gucken wir mal weiter. Also, wir haben ja jetzt erstmal ein paar Aufgaben, die wir erledigen können. Trotzdem würde ich gerne noch erstmal ein paar Sachen loswerden und irgendwie ablegen. Betet mit mir. Die Frage ist halt, wo? Hallo. Haben Sie nur scherzweise darüber gesprochen? Nein, wir werden das Ding entschärfen. Hallo. Haben Sie nur ein bisschen Geduld, Sims. Na gut, ich beende hier aber mal eben diese Aufnahmesession. Und in der nächsten Folge werden wir dann mal gucken, was sich so tun lässt. Und zwar werden wir zum Super-Duper-Mart gehen und mal gucken, was uns auf dem Weg dahin so begegnet. Hallo? Dann werden wir nach Arafu gehen. Und ja, es gibt viel zu tun, jetzt schon. Und wir sind gerade mal, ich weiß gar nicht, ein paar Stündchen im Spiel. Deswegen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Fallout 3. Ich bin euer Vane und bis dahin. Haben Sie nur scherzweise darüber gesprochen, das Ding zu entschärfen? Nein! Bis dahin. Tschö, tschö.